dann endlich war der innerste Kern des Wirbelstroms erreicht. Aber welchen Einblick bot sich ihnen da? Weil allen Wellen einfach von den Gewalt des Sturmes flach gefegt wurden, tanzte ein riesenhaftes Wesen. Er stand auf einem Bein, wurde nach oben immer dicker und sah tatsächlich so aus wie ein Blumenkreisel von der Größe eines Berges. Es drehte sich mit solcher Schnelligkeit um sich selbst, dass Einzelheiten nicht auszumachen waren. Was ist das? Ein Schirmschirmgummilastikon. Können Sie uns das vielleicht näher erklären? Wir sind einfache Seeleute und lassen Sie den Professor jetzt ungestört forschen. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Dieses Kreiselwesen stammt wahrscheinlich noch aus den allerersten Zeiten der Erdentwicklung. Es muss über eine Milliarde Jahre alt sein. Heute gibt es davon nur noch eine mikroskopisch kleine Abart, die man manchmal in Tomatensauce, noch seltener in grüner Tinte findet. Ein Exemplar dieser Größe ist vermutlich das einzige seiner Art, das es noch gibt. Aber wir sind hier, um die Ursache des ewigen Taifuns zu besichtigen. Das weiß ich allerdings auch nicht. Die Wissenschaft hat ja noch keine Gelegenheit gehabt, es zu erforschen. Gut, wir werden es erst einmal beschießen. Dann werden wir ja sehen, was passiert. Es ist ein Jammer. Das einzige Exemplar eines Schirmschirmgummilastikons beschießen. Aber die Kontrafiktionskanone war bereits auf den Riesenkreisel eingestellt. Feuer! Eine blaue Stichflamme von einem Kilometer Länge schoss auf den Zwillingsrohr. Zu hören war natürlich nichts, denn eine Kontrafiktionskanone schießt ja bekanntlich mit Proteinen. Das leuchtende Geschoss flog auf dem Schumschum zu, wurde aber von dem riesigen Wirbel erfasst und angelegt, umkreiste das Gebilde einige Male immer schneller und wurde schließlich in die Höhe gerissen, wo es im Schwarz der Wolken verschwand. Es ist zwecklos. Wir müssen unbedingt näher an das Ding heran. Näher kommen wir nicht mehr. Die Maschinen laufen schon auf Volldampf, aber das genügt gerade, um vom Sturm nicht zurückgeblasen zu werden. Haben Sie einen Vorschlag, Professor? Malumba! Malumba oise tu sono. Erwaini samba in saltu lolo bindra. Kromuna hoi bani bani sadu gau. Babalu? Didi maha fainoso intu gedoine malumba. Dodo aufu, shulamat wawada. Oi oi! Was will sie denn? Sie sagt, es gebe in ihrem Volk ein erotisches Lied, das den wandernden Taifun zum Einschlafen bringen könne, falls jemand den Mut hatte, es ihm vorzusingen. Dass ich nicht lache, ein Schlafliedchen vor einem Orkan? Was halten Sie davon, Professor? Wäre so etwas möglich? Man darf keine Vorurteile haben. Oft stecken dem Überlieferung der Angeborenen ein Fahrerkern. Vielleicht gibt es bestimmte Tonschwingungen, die einen Einfluss auf das Schirmschirmgummilastikon haben. Wir wissen einfach noch zu wenig über dessen Lebensbedingungen. Schaden kann es nichts. Darum sollten wir es einfach versuchen. Sagen Sie ihr, sie soll singen. Malumba didi osafol huna huna. Babadu? Eni meni alu beni wana tai sasura teni. Eni meni alu beni wana tai sasura teni. Eni meni alu beni wana tai sasura teni. Dazu klatschte sie in die Hände und sprang im Takt herum. Die einfache Melodie und die Wörter waren leicht zu behalten. Andere stimmten nach und nach ein und bald sang die ganze Mannschaft. Klatschte dazu in die Hände und sprang im Takt herum. Es war ziemlich erstaunlich anzusehen, wie auch die alte Seebär Don Melu und schließlich der Professor sangen und klatschen, als seien die Kinder auf einem Spielplatz. Und tatsächlich, was keiner von ihnen geglaubt hatte, geschah. Der riesenhafte Kreisel drehte sich langsamer und langsamer, blieb schließlich stehen und begann zu versinken. Donnernd schlossen sich die Wassermassen über ihm.
Der Sturm hebte ganz plötzlich ab, der Regen hörte auf, der Himmel wurde klar und blau und die Wellen des Meeres beruhigten sich. Die Argo lag still auf dem glitzernden Wasserspiegel, als sei hier nie etwas anderes gewesen als Ruhe und Frieden. Leute, das hätten wir geschafft. Ich bin stolz auf euch.